Das ist halt das Gefühl, was ich hier habe. Dafür kann der Ersteller nichts. Weil der Ersteller hat nur die Stacheln hingesetzt. Also in dem Fall Xi. Xi hat dann nur die Stacheln hingesetzt, hat die eng gemacht, hat vielleicht sogar einen Mittelpunkt davor gesetzt und hat das getestet. Und das mag alles funktioniert haben, als sie den Mittelpunkt davor gesetzt hat und dann halt immer wieder den Sprung gemacht hat. Das hat vielleicht alles super funktioniert. Aber dann hat er den Mittelpunkt da vorne hingesetzt. Und hat es wahrscheinlich nicht so oft hintereinander hingekriegt und hat es halt mehr oder weniger darauf geschoben, dass er gesagt hat, ja, okay, gut, ich werde halt, ich habe es halt nicht hundertprozentig drauf, wie auch immer, bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist es halt irgendeine komische Variable, die durch die paar Meter mit den Transportbändern aktiviert wird. Und das kann der Ersteller ja nicht wissen. Und weil er das nicht wissen kann, denkt er halt, es funktioniert alles top. Und dann tut es das eben genau nicht. Und bevor mir jemand sagt, von wegen, ja, es war doch damals bei Overload 2 bestimmt kein Bug, du hast einfach nur scheiße gesprungen. Ich habe extra, um zu beweisen, jemanden zu beweisen, dass das ist definitiv kein. Also, dass mein Gefühl definitiv mich nicht gedrückt hat, habe ich extra mal einen Safe State gemacht vor dieser Stelle, als dieser Sprung praktisch als Vorbedingung aktiviert war. Und er hat tatsächlich gemerkt, es geht nicht. Man konnte nicht klein springen. Und da direkt über einem Stacheln waren, ist man hundertprozentig gestorben. Das war einfach so. Es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man unfähig ist. So. Okay, ich bin endlich mal hier drüben. Ein Mittelpunkt, hurra! Oh ja, das tut gut. Oh, ab jetzt muss ich dieses Level schaffen. Okay. Ist natürlich exakt nochmal derselbe Sprung. Toller Start von dem nächsten Mittelpunkt. Ich dachte, ich wäre diesen Sprung endlich los. Naja, zum Glück ist der zweite nicht schwer. Okay. Trotzdem, ich nähere mich so langsam. Ich habe jetzt so langsam Fortschritt gemacht. Ja. Okay. Ihr geht nach links. Okay. Ja. Gut. Okay. Wow. Ja, okay. Ihr habt Transportbänder empfunden. Gefunden. Wait. Ja. Übrigens, früher dachte ich immer, dass das Würstchen sind. Fragt mich nicht warum. Okay. Wow. Okay. Boss. Also ganz ehrlich, der zweite Teil des Levels war so viel angenehmer. Aha. Okay. Gut, verstehe. Bomben mit Fließbändern. Okay. Okay.
Sehr schön. Aha. Aua. Ja. Okay. Ja. Okay. Und stirb. Danke sehr. Ja, war jetzt nicht so schwer. Puh. Okay, wir haben es endlich geschafft. Den Heated Chamber Run. Ich meine, ich weiß, wofür es gedacht ist. Also es sollte ein Aufreger-Level sein. Ich habe das mittlerweile von Xi erfahren. Trotzdem, also ein Aufreger-Level, ja. Das sehe ich auch ein, dass es da entsprechend... es hat funktioniert als Aufreger-Level. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt durch Bugs halt wirklich aufgeregt hat. Demzufolge... gebe ich mal keine Bewertung. Ich möchte keine schlechte Bewertung geben, weil das ist nicht Sinn der Sache. Okay. Ja gut, durch sowas kann man natürlich das erleichtern, das stimmt schon. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass ich jetzt praktisch negative Bewertung gebe, weil das Level so viel... also so viel Tod verursacht hat oder sowas. Es hat ja seinen Zweck erfüllt. Ich gebe keine Bewertung, weil das Level, glaube ich, eher so mehr oder weniger so ein Bug war. Aber ich gebe halt auch keine schlechte Bewertung, weil das Level hat ja alles relativ gut funktioniert. Ich musste auch nicht glitschen oder sowas. Es war einfach nur ein reines... ja, ein reines Geduldslevel. Ja. Es gibt Level, für die würde ich eine schlechte Bewertung geben. Und ich bin da auch ganz ehrlich, da plus weil jetzt ich den Xi kenne, bin ich da jetzt nicht außen vor. Nehme ich den jetzt nicht außen vor deswegen. Aber das Level hatte keinen Grund für mich, dass ich eine schlechte Bewertung gebe. Eine schlechte Bewertung gebe ich zum Beispiel, wenn das Level grottenhässlich oder super langweilig ist. Und beides trifft nicht auf das Level zu. So. Okay. Wow. Ja, ich habe daran habe ich jetzt nicht gedacht. Sonst wäre ich jetzt nicht gestorben. Okay. Aha. Daran wäre ich aber wirklich gestorben. So. Ach ja, stimmt ja. Conveyor Belts. Ja. Ich finde auch diese Idee hier mit dem Transportband ziemlich cool. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund, dass ich... also das Level hat auf jeden Fall Ideen. So, ich habe gehört, der Boss soll einfacher sein in dem Level. Ah ja, jetzt habe ich eine Schwäche. Haben wirklich Level-Leute Probleme mit dem Boss gehabt? Dass man hier eine Schwäche brauchte? Weil der ist nun wirklich nicht schwierig. Okay, gut, damit habe ich das Level geschafft. Vom Schwierigkeitsgrad war das hier angenehm. Demzufolge gibt das auch noch einen Daumen nach oben. Ich weiß nicht, wer da einen Daumen nach unten gegeben hat. So, Botanic Nightmare. Ich weiß noch nicht, wie lange ich aufnehme. Wahrscheinlich auch wieder so etwa eine Stunde. Also wieder so drei Folgen. Ich kann es einfach nicht übertreiben mit Mega Man Maker. Ich mache mich sonst nur fertig. Oh. Das habe ich noch gar nicht betrachtet. Wir spielen hier mit der Crash Bomb. Das könnte echt interessant werden. Oh, verstehe.
Cool. Mhm. Ja. Die grünen Schießenden. Oh. Gut. Bap, bap, badap. Autsch. Okay. Ja, damit. Danke. Mhm. Oh, das kann ich aufschießen. Toll, ich habe mich so dumm treffen lassen jetzt. Gut. Oh. Okay, schnell an die Leiter halten. Ich habe noch gar nicht bemerkt, dass die auf Plattformen sitzen. Voll runtergefallen. Versager. So. Mhm. Okay. Erwischt. Coole Idee auf jeden Fall für Crashbombe. Ist das eine Hommage an einen gewissen Mega Man 2 Boss? Eine gewisse Boo Beam Trap? Vielleicht. Okay. Ah. Na. Also wenn ich die im offenen Zustand treffe, dann kann ich sofort Schaden machen. Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Okay. Ich soll nach unten, oder was? Ah, okay. Ja. Ja. Aua, ich Idiot. Okay. So, wollen wir es haben. Aua. Aha. Uiuiui. So. Ah, Mittelpunkt. Botanic Nightmare. Soll das so eine Art Pflanzen sein? Ah, jetzt kann ich hochspringen. Gut. Aua. Aua. Gut. Aha. Oh. Ja. Das ist hier rechts. Sieht wie ein weiter Weg aus. Was ist denn hier oben? War auch ein weiter Weg? Optionalität und so? Ah. Okay. Aua. Gut. Ja. Ja. Okay, so hoch kann ich nicht. Gut. Oh. Ah, nein. Ach, damit. So. Sehr schön.
Okay. Hier war die Varianz. Okay. Gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Aua. So, hier käme ich jetzt erstmal nicht mehr zurück. Gut. Aua. Ich habe nicht drauf geachtet, wo der steht. Ja. Ah. Sind echt gut platziert, diese blauen Schussviecher. Aua. Aua. Ah, ich Idiot. Da war ich gierig. Okay. Okay. Das war dämlich. Ich hätte eine Idee, wie ich das mache. Gut, ich wurde zwar trotzdem getroffen, aber ich war besser als das letzte Mal. So. Um Abwechslung zu schaffen, gehen wir jetzt wieder oben lang. Okay. Okay. Mist. Wow. Gut. Okay. Ja. Mhm. Sehr schön. Ah ja, ich glaube, hier werden die Wege eh zusammengeflossen. Ja, ich glaube, da unten war ich. Also ich wäre fast schon da gewesen. Dann haben wir die Wege ja beide komplett gesehen. Gut. Mittelpunkt. Ah, ich dachte, ich muss mich in der Leiter festhalten, aber... Uiuiui. Das ist interessant. Oh. Moment, was? Ah. Aha. Okay. Ah. Dieser Plantman funktioniert überraschend gut. So. Okay. Okay. Okay, geschafft. Nice. Das war ein cooler Bossfight. Wow. Geil. Die haben sogar eine Leiteranimation gemacht. Cool. Der hat mir gefallen.